Westen. Der Mars steht in Pluto. Der Plejadennebel lichtet sich. Der große Smoky im Himmel hat alle kosmischen Achsen auf Null gestellt. Das irrealistische Zeitalter hat begonnen. Wir stehen heute an einem Wendepunkt. Der Irrealismus breitet sich rasend schnell in den Gehirnen der Menschen und Tiere aus. Was dem einen heute billig, ist dem anderen morgen unendlich wertvoll und kostbar. Was dem einen Fantasie, ist dem anderen schon längst vollendete Wirklichkeit. Tauchen Sie nun mit uns ein in die Annalen Ihrer Hirnrinde. Wo die Helden von Crème Brûlée, Mama, die große Gendermutter, Eric, ihr Sohn, der Fantast, und der adoptierte Hugo, der geniale Minderbemittelte, Abenteuer erleben, die uns in der Realität verborgen bleiben. Tja, was hatte das Universum heute noch alles für uns parat? Tja, außer dass Pluto im Mars steht, kann ich leider weiter nichts erkennen. Ach was, ich halte eher Ausschau nach eventuellen Kometen und Meteoriten, die die Erde zerstören können. Aber wieso denn? Das hatten wir doch schon alles letztes Jahr. Das geht doch die Presse rauf und runter mit diesem blöden Weltuntergang. Sag mal... Du verstehst nicht, warum da nichts passiert ist. Nein. Dann überleg doch mal. Früher haben bei einer so aktuellen, unmittelbaren Bedrohung ganze Völker ein Menschenopfer dargebracht, um die Götter milde zu stimmen. Ach so, du meinst mit Blut. Ja, stimmt. Mesdames et Messieurs, merci. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nous sommes très heureux pour être ici à Hannover. Sie sehen, wir haben eine kleine Französisch gelernt für Sie. Wer sind wir? Ja, wer sind wir? Ja. Die Lafitte? Ah. Jean-Pierre Lafitte. Der größte lebende Magier und Warlock in die ganze Europa. Cécile Lafitte. Die Königin der Zwischenwelten. Oh, geht. La crème de la crème, nous sommes. La crème de la crème, nous sommes. La crème de la crème, nous sommes. La magique bohème.
Familie bereisten einst Indien und kamen in die Nähe von Kalkutta in ein kleines Dorf, wo die Menschen hatten keine Zähne, keinen, niemand. Wir wollten weiter reisen, aber Jean-Pierre fiel in eine tiefe Traurigkeit. Er aß nicht mehr, er trank nicht mehr. Ich fragte ihn, was ist mit ihm los? Da nahm er sein Messer, einen großen Stein, und schlug sich damit einen Backenzahn aus. Das dauerte Stunden, er brüllte, schrecklich, schrecklich war das. Auch die Dorfbewohner fanden diese Prozedur für sehr befremdlich. Ich sagte, Jean-Pierre, lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Und er sagt, lass mir diesen Sammler und den Herbst bis zur Sonnenwende. Geh zu die Frauen in die Dorf und koche Brei, wie es hier der Brauch. Ich entschied mich für den Webkurs und als ich so weit war, dass ich einen kleinen Teppichladen in Kalkutta öffnen konnte, sagte Jean-Pierre, ich bin jetzt fertig. Er hatte aus seinem Backenzahn eine Medizin für die Dorfbewohner gemacht und gab ihnen alle am Abend der Sonnenwende. Und es wuchsen ihnen allen neue Zähne. Voilà! Voilà! Doch plötzlich, wie aus heiterem Himmel, wir haben gehört, ein schreiender Jaguar, geschrien wie eine Zebra. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Es war so schlimm, dieser arme Jaguar, der gelitten. Und es hat uns das Herz zerrissen. Cecile! Oh! Oh! Mobil aus! Ich sehe Erik in einem Bademantel. Ha. Ja? Er hat eine Plastik in den Mund und spricht mit einer Frau mit den langen Beinen. Ja. Diese Frau spricht auch mit ihm, aber was verstehe ich nicht? Ist komisch. Ja. Und, Ja. Oh, Erik. Was? Er kommt wieder. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt wieder. Nein. Mehr. Oh, er kommt immer, wenn es dunkel wird, in die dunkle Jahreszeit. Jetzt, wenn die kommt, die heilige Zeit und die dunkle Jahreszeit, der verleihte Mann wird. Sag mal, glaubst du eigentlich an Vampire? Welche Art von Vampire meinst du? Es gibt ja auch solche, die einem Energie absaugen. Ach so, du meinst Karrieristen, die sich mit fremden Federn schmücken? Ja, das könnte man so sagen. Die gibt es natürlich nicht nur im Theater und in der Kunst, sondern auch in der Punk-Szene. Punk-Szene. Bands wie die silbernen Melonen. Die einstürzenden Ton. Aber was ist denn mit Mods und Rockern? Ach, Mods und Rocker, das sind für mich die letzten Sozialromantiker. Also Mods, das sind ja nun wirklich unsterbliche Mythen geworden. Also ich habe lange schon keine mehr gesehen. Ich meine welche, die mit Stil, Eloquenz und einer gewissen Werfe ihre Sache vertreten. Alles eine Frage des Stils. Das ist heute der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Das geht nun raus an alle Hirnverbrannten, Idealisten, alle Traurigen und Wütenden. Das kollektive Unterbewusstsein von Crème Brûlée nimmt euch jetzt in seinen Uterus auf und stärkt eure Hirntransmitter und euer Herz. Ich segne euch nun und heile euch mit dem Segen des Kindischen, dem himmlischen Ulk und der kosmischen Kraft des Jedis und der Mods. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und jetzt, liebe Kinder, jetzt die kosmische Hymne von Crème Brûlée.